Ja, ich war offenbar etwas voreilig mit meiner Prognose. Ross hat schon wieder einen seiner Anfälle gehabt. Ach. Wenn Sie mich auf die Station begleiten wollen, doch bitte kommen Sie hier. Ja? So, hier, Dr. Ross. Tja. Er sieht sehr blass aus. Fühlen Sie mal seinen Puls. Der rast, ja. Seine Haut ist ganz feucht. Unregelmäßige Atemtätigkeit, flatternder Puls. Ja. Dazu noch seine Augen. Sehen Sie, enorm erweiterte Pupillen. Ja. Alles Angstsymptome. Und ohne jeden erkennbaren Grund. Ja. Er zittert. Beruhigen Sie sich, mein Junge. Keinerlei Grund zur Angst. Wie lange dauern diese Anfälle? Tja, eine Stunde etwa, manchmal länger. Hatten Sie je schon einen solchen Fall vorher? Oh ja, schon mehrere. Meist ist es die Auswirkung eines heftigen Schocks. Nur wissen wir bisher bei Ross noch nicht, was den Schock ausgelöst hat. Naja, ich verstehe.